Der Mensch, der in der Wohnung lebt, steht im Mittelpunkt der Projekte, der Initiativen und aller politischen Maßnahmen des Ressorts für Wohnungsbau des Landes Südtirol. Wir wollen qualitativ hochwertige Wohnungen bauen, um den Bedürfnissen der Bürger entgegenzukommen. Das Wohnbauinstitut errichtet Wohnungen, die einem hohen Qualitätsstandard entsprechen, sowohl was die Wohnqualität anbelangt, als auch die Energiesparmaßnahmen. Für die Zukunft planen wir jedoch noch mehr. Neben den materiellen Bedürfnissen wollen wir auch etwas für die immateriellen Bedürfnisse der Bewohner tun. Wir werden Kulturprogramme in den verschiedenen Städten, Stadtviertels ins Leben rufen, die die Beteiligung der Menschen, die dort leben, zum Ziel haben. Ich denke, das ist die Herausforderung für die nächste Zukunft. Das Wohnhaus in der Brennerstraße in Bozen, unweit vom Zentrum, kann als konkretes Beispiel dafür dienen, was man erreichen kann, wenn man das Wohlbefinden der Bewohner in den Mittelpunkt stellt. Die Eigenheit dieses Gebäudes besteht darin, dass es von Familien verschiedener Volks- und Altersgruppen bewohnt wird, welche sich trotz der verschiedenen Eigenheiten sich gegenseitig helfen. So verbringen beispielsweise die Senioren Zeit mit den Kindern, wodurch die Harmonie sehr gefördert wird. Die Mieter organisieren jedes Jahr ein Fest, wodurch das ganze restliche Jahr die Beziehungen unter Nachbarn gefördert werden. Die Bewohner bestätigen eindeutig, dass die hochgesetzten Ziele erreicht werden konnten. In ihren Worten hört man die Zufriedenheit und die Freude, in Wohnungen zu leben, die etwas ganz Besonderes sind. Io devo dire, io mi trovo bene, io vado con tutti bene d'accordo, perché io dico sempre così. Ich muss sagen, ich fühle mich wohl. Ich komme mit allen gut aus. Die Beziehungen zu den Nachbarn sind sehr gut. Es braucht nur ein Lächeln. Ich habe das immer schon gesagt. Ein Lächeln im Hausflur tut allen gut. Wo ich vorher gelebt habe, war ich auf meinen Sohn angewiesen, da ich mit seiner Familie lebte. Dann haben wir um eine Sozialwohnung angesucht und ich habe Glück gehabt, diese Wohnung zu finden. Ho avuto fortuna e ho trovato questo appartamentino. È favoloso star qua. Sì, la gente. Es ist fantastisch, hier zu sein, sowohl die Menschen wie auch die Wohnung. Ich wüsste nicht, was man hier bemängeln könnte. Es ist alles gut. Seit 6 Jahren wohne ich hier und auch mit den Nachbarn ist alles perfekt. Alle kommen miteinander aus. Quando si va d'accordo, si va d'accordo, no? Das Ressort für Wohnungsbau verfolgt schon seit einigen Jahren das Ziel, Sozialwohnungen auch im Stadtzentrum einzurichten. Das Wohnhaus in der Findlerstraße in Bozen ist ein Paradebeispiel dafür. 23 Wohnungen mitten in der Bozener Altstadt in einem Gebäude aus dem letzten Jahrhundert. Die Möglichkeit, hier zu wohnen, fördert das Wohlbefinden der Mieter. Wohnen im Zentrum bringt ohne Zweifel große Vorteile mit sich. Und zwar nicht nur für die Bewohner, sondern für das ganze Viertel, das neu auflebt. Sicher gibt es Parkplatzprobleme, wenn man im Zentrum wohnt. Aber die hohe Lebensqualität und der unmittelbare Zugang zu allen Dienstleistungen wiegen dieses einzige Problem bei weitem auf. Fahren wir 150 Kilometer weiter nach Süden. Wir befinden uns vor den Toren Veronas. Der lokale Betrieb für sozialen Wohnungsbau ATER saniert hier alte Gebäude, damit die Bewohner nicht ihre gewohnte Umgebung verlassen müssen. Das ist ein soeben fertiggestelltes Gebäude im Stadtviertel Borgo Nuovo. Es ist Teil eines Stadterneuerungsprojektes. Vorher standen hier Gebäude aus der Nachkriegszeit. Diese sind abgerissen worden und durch dieses neue Wohnhaus mit 32 Wohnungen ersetzt worden. Sowohl in der Planungs- wie auch in der Bauphase sind die neuesten Techniken angewendet worden. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden und die Bewohner schätzen es auch. Auch in Verona sowie in Südtirol gibt es positive Erfahrungen.
Ich bin seit einem Monat hier. Im Vergleich zu meiner alten Wohnung fühle ich mich hier sehr wohl. Ich fühle mich ausgezeichnet. Bis vor kurzem lebte ich in einer Wohnung, die viel ungemütlicher war. Zurück nach Südtirol. Es ist fast unmöglich, die zahlreichen Initiativen und Projekte aufzuzählen, welche das Ressort für Wohnungsbau des Landes ins Leben gerufen hat, um die Lebensqualität der Bewohner der Sozialwohnungen zu verbessern. Der konkrete Umweltschutz ist auch ein Schritt in diese Richtung. Ein Beispiel ist das Stadtviertel Firmian. Alle 4 Gebäude sind Klimahaus B zertifiziert. Sie verfügen über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die Gebäude haben ein Gründach. Das Regenwasser wird für die Beregnung und für die Spülung der WCs wiederverwendet. Bei der Planung der Außengestaltungen wurde besonders auf das Gemeinschaftsleben im Viertel geachtet. Auch die Mieter schätzen Wohnungen, welche schon in der Planung auf hohe Lebensqualität setzen. Frau Yolanda lebt in Bozen in einem Gebäude an der Ecke Parma und Baristraße. Das Gebäude ist nach den Leitlinien der biologischen Architektur errichtet worden. Es wurde nur natürliches Material, wie zum Beispiel Holz und Ziegel, verwendet. Die Bioarchitektur vereint die Wohnbedürfnisse mit dem Umweltschutz und der Gesundheit des Menschen. Ziel ist es, die Lebensqualität der Bewohner solcher Häuser zu steigern. Ich fühle mich sehr wohl. Vorher lebte ich in einer viel größeren Wohnung. Sie war zu groß für mich und meinen Mann. Hier ist alles leichter und angenehmer. Gäbe es nur mehr solcher Wohnungen. Die Zufriedenheit der Mieter ist das beste Entgelt für all diejenigen, die seit Jahren am Erreichen immer besserer Standards arbeiten.